Hier. Kriegen wir noch 10? 10? Da bekommst du ja Bauchweh davon. Hm? Nein, behalt deine Münzen. Ich hab genug. Kleinen Moment noch, Alice. Da habt ihr einen Lutscher. Dankeschön, danke. Und sag deiner Mutter, ihre Bestellung sei da, ja? Gibst du mir einen Kuss? Vielen Dank, Monsieur. Guten Tag. Guten Tag. Wurden die Plakate fertig? Ah ja, natürlich. Kam heute Morgen. Perfekt. Wissen Sie, dass die Polizei sich für Sie interessiert? Ach ja? Denken Sie, das macht mir was aus? Sie scheinen die Polizei nicht zu mögen. Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Die fragen sich vielleicht, warum Sie allein sind. Aber auch Sie leben doch allein, nicht? Kann man nicht vergleichen. Hab ein Kind, bin geschieden. Seit wann muss man heiraten und Kinder haben, um normal zu sein? Ist mir auch egal, ob Sie allein sind oder nicht. Also dann, soll ich Sie begleiten? Nein, danke schön. Es sind die Verdis. Nein, das ist doch Irrsinn, Alice. Das ist kein Irrsinn, ist absolut möglich, Nein, Mama. Warte, ruf lieber die Polizei an und die werden dorthin gehen. Hallo? Didier, hier ist Alice. Ich brauche Sie. Bin sofort da. Vielleicht da. Das Schloss ist neu jedenfalls. Lucas! 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 Hören Sie auf, das hat keinen Sinn. Wenn er da wäre, hätte er sich gemeldet. Woher wollen Sie das wissen? Er ist vielleicht... Vielleicht kann er im Moment nicht reden. Ich glaube, ich kann nicht. Ich kann unmöglich weg, ohne zu wissen, was... Ich muss sehen. Dafür muss man aber die Tür... Was suchen Sie in meinem Haus? Macht das Licht an! Warten Sie. Beruhigen Sie sich. Nicht bewegen. Wir gehen schon, Alice. Nein. Was ist hinter der Tür mit dem Schloss? Was ist hinter der Tür mit der Antwort? Was haben wir bloß getan, dass wir so bestraft werden? Was haben wir getan? Halt nicht. Und nicht bewegen. Madame Vernon tut eben alles, um ihren Sohn zu finden. Sie wollte Ihnen nichts Böses, verstehen Sie? Es ist niemand verletzt, alles in Ordnung, also gehen wir jetzt. Haben Sie sich wieder verletzt? Ja, ich habe einiges zu reparieren bei mir zu Hause. Können Sie mir nicht einen guten Schreiner empfehlen? Nein, aber eins ist sicher bei Ihnen. Nach dem Kater schlägt der Hammer zu. Ich bastle gern, aber ich gebe zu, ich bin da nicht sehr begabt. Was haben Sie denn so gemacht in der Picardie? So dieses und jenes. Ah, über sich sprechen Sie wohl nicht gern. Während Sie, Madame, gern Fragen stellen. Dann frage ich weiter. Was interessiert Sie besonders, abgesehen davon, dass Sie gern basteln? Was mich interessiert im Moment, sagen wir mal, ist Ihre Tochter zum Beispiel. Entschuldigung. Liebes. Nicht anfassen. Ich weiß nicht mehr. Es wird zu schwer. Liebes, beruhige dich. Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht. Ich kann nicht mehr, es wird zu schwer. Ich kann es nicht mehr ertragen. Alice, beruhig dich. Alice, komm. Was soll ich tun? Was habe ich falsch gemacht? Ja.